Hey Leute, Andi hier und herzlich willkommen zurück zu Momodora Rare and the Moonlight auf der Wahnsinnsschwierigkeit. Und wir haben im letzten Part so ein bisschen die Lubella zermöselt und ich plane, das genauso fortzusetzen und wir sind auch ein bisschen gestorben, muss man jetzt auch mal sagen. So. Und ich will einfach nur in den nächsten Screen, denn ich habe mich schon entschieden, wo ich lang möchte. Wow, nein, ich sterbe jetzt nicht nochmal. Boom, Junge! Und boom, 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 boom. So, da ist noch ein Hund. So, genau. Jetzt nicht ins Gift reinlaufen, das wäre ein bisschen dämlich. So. Ich weiß, wo ich lang wollte. Und zwar möchte ich Air-Dodging haben als nächstes. Dafür müssen wir, glaube ich, hier nach oben. Und gleich nach rechts. Soweit, wie ich das noch recht im Kopf habe. Denn Air-Dodge ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ihr kennt ja das normale Dodgen hier, links, rechts, Flattermann. Das Ganze gibt's auch nochmal in der Luft. Das kann ich aktuell noch nicht. Aber beim nächsten Boss, den wir hoffentlich in diesem Part legen werden, da werde ich es erlernen. Oh Gott, Krise, Junge. Ja, das ist natürlich hilfreich. So. Bloß töten, bevor hier irgendwas mich tötet. So, hier ist auch noch eine, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Finde ich gut. Das war ein bisschen zu tief. Reicht das schon? Hab ich schon. Nice. So, runter jetzt. Zack. Bamski, dann geht er hier runter und knallt dagegen. Ich muss mit diesen Giftfallen echt mal aufpassen, ey. So. Auf jeden Fall brauchen wir den, damit wir hier so ein bisschen durchstarten können. Und ich freue mich mittlerweile echt über jede Glocke. Wow. Nix da. Wieso ging denn der Doppelsprung gerade nicht, Alter? Ich hab ohne Scheiß zweimal gedrückt. Ist kein Witz, so, jetzt reicht's mir hier. Kein Bock mehr auf die Scheiße, das dauert mir jetzt zu lange. Geh mal nicht auf den Sack, Alter. Doppelsprung funktioniert nicht. Wo kommen wir denn da? Na, ich will diesen Air-Dodge haben. Weil ich weiß ganz genau, dass man da super easy rüberdodgen kann. Und so langsam geht mir diese Schwierigkeit ein bisschen auf den Sack, weil ich will jetzt einfach nur mal hier weitermachen. So, zack, Air-Dodge. So, spring mal ruhig her. Uah. Boah, so. Gefällt mir doch schon besser. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich einen kleinen Input-Lag habe. Was vielleicht daran liegt, dass ich unterm Tisch spiele, so gefühlt 5 Jahre von meiner Playstation entfernt. Von daher, Playstation, hier ist der Controller. Gönn dir doch mal. Ich möchte doch einfach nur keinen Input-Lag haben, um hier nicht zu sterben. Ist halt zu viel verlangt. Komm. Die Damen und Herren haben auch keine Lust, jetzt dieses Hochklettern hier 5000 Mal zu sehen. Ich will einfach, dass der Doppelsprung locker easy gut funktioniert. So, du schlürfst bitte. Wir gehen mal hier runter. Zack, das läuft. Und müssen wir den auch noch machen, ne? So. Ah, der Millimeter, Junge. So. Und nein, soweit ich weiß, kann der Fels uns nicht töten. Aber ich möchte es auch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht unbedingt darauf provozieren. Ich sterbe jetzt nicht wieder bei so einem Köter, ey. So, mach mal hier bitte. Ja, das hilft mir nicht. Bitte verreck am Gift. Bitte verreck am Gift. Oh, dann halt so. So, nicht ins Gift reinspringen, das wäre ein bisschen tödlich. Du machst, glaube ich, einmal die Richtung, kann das sein? Boah, aber gerade so. So, und da unten, super beschissene Stelle, ist ein Köter. Den müssen wir schlagen, ansonsten sind wir instantmäßig tot. Das muss man auch mal wissen, ey. Das ist echt crazy. Und ich glaube, jawohl, wir haben es, glaube ich, jetzt schon bis zum Schloss geschafft. Der Königshof ignoriert uns Einwohner. Seit das Königreich dem Fluch verfallen ist. Falls du sicher sein willst, geh nicht nach draußen. Ich komm von draußen, Biatsch! Ich hab hier alle weggeföselt. So, was kannst du mir sagen, Kollege? Und komm keinen Schritt näher. Hä? Oh, du siehst noch normal genug aus. Du bist eine Priesterin, die eine Audienz mit dem Königshof sucht? Wieso wechselt mein Akzent die ganze Zeit? So wie es momentan aussieht, würde es schwer, das Schloss zu erreichen. Du wirst in dieser Stadt nicht leicht Hilfe finden, aber meine Meisterin kann dich vielleicht leiten. Sie lebt im Kloster dieser Stadt, umgeben von Katzen. Hm? Hast du eine richtige Cat Lady, die Dame? Hast du irgendwas, was du uns sagen kannst? Hast du die Menschen dieser Stadt gesehen? Alles ist verloren. Furcht zerstört unsere Gedanken. Pass auf dich auf. Meine Meisterin kann dich vielleicht leiten. Ja, hast du mir gerade schon erzählt. Hast du sonst noch was Neues? Ja, okay. Sag doch einfach nein, dann können wir uns diesen ganzen Scheiß hier sparen, Junge. So, rein jetzt hier. Hier ist ein Save Point.
So, man kann diese Eulen jetzt Geld spenden. Eine neue Bekehrte, suchst du nach Erlösung? Du kannst Erlösung von dieser endlosen Verdammung erreichen, indem du Sankt Essedin Geld spendest. Ein Betrag von mindestens 15 Muni ist dafür notwendig. Ich habe ihr einfach mal irgendwann so 3 Milliarden Muni gegeben. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Ich gebe es dir einfach mal. Ja, hier, gönn dir. Was auch immer. So. Ihr seid nur eine kleine Minderheit, seit ihre Hoheit unsere Zerstörung verbreitet. Der Großteil der Bevölkerung hat den Glauben an die Götter verloren. Alles, was hier passiert, ist einzig und allein ihre Schuld. Okay, sagt ihr eigentlich noch mehr? Ah, Gott sei Dank, weil das wäre jetzt, wenn ich bei jedem 5-mal anquatsche, hängen wir hier noch bis morgen früh. So, noch mehr von euch Ordensschwestern. Sankt Esselöhn ist ein absolutes, seine Wünsche gelten uneingeschränkt. Bei uns bist du sicher, Süße. Alles klar. Die lese ich am liebsten vor, die ist chillig drauf. So, erstmal so ein bisschen Glöckchen hier bimmeln. So, und wir werden uns sofort nach unten begeben. Wir könnten auch nach rechts und nach oben. Aber ich glaube, nach unten ist der Weg zum Boss, wo ich hin wollte, auf jeden Fall. So, da wollte ich auf jeden Fall hin. Hier, zack, da wollte ich hin. Bumm. Hier ist nämlich, hier ist ein bisschen Geld drin, ne? So, die Geheimvorräte. Wir fallen gerade relativ tief hier. Relativ tief, tief. War hier ein Geheimnis? Ne. Wie gesagt, sorry, wenn ich noch ein bisschen Huster so einen Scheiß zwischendurch mache. Wo war das denn? War das hier? Oder war das hier von, das war bestimmt hier von der anderen Seite. Nein! Nein! Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich muss die abknallen. Weil die wirft nämlich diese Scheiße nach uns. Und da so einen riesigen Radius hat, ist das immer mega unnötig. Die Tür da oben rechts, ah warte, da lag ja mein Geld. Fällt mir gerade mal ein, muss ich mir ja immer wiederholen. Die Tür oben rechts, die ihr gesehen habt, da kommen wir auf normalem Wege nicht rein. Das ist die Tür zum Secret Boss. Ich weiß, wie man da reinkommt, aber das machen wir erstmal nicht. Das ist mir viel zu viel Stress. Hab ich getroffen? Oh, du mit deinem Stern. Oh, danke schön, das ist ja sehr freundlich. So, hier kommen wir übrigens jetzt, genau. Und das ist super scheiße, wenn man von der Seite kommt und dann hier reinspringen würde und von den Arrows einfach dann mal gefistet wird. So. Wo war denn der Boss? War der hier unten? Oh. Bloß halt drauf, bevor du auf irgendeine dumme Idee kommst hier, ey. War das hier? Wo war das denn? War das hier? Ja, ich glaube, hier war's. Kann das sein? Ich werde im Übrigen, das fällt mir gerade mal ein, wo ich es noch sagen kann, ich werde im Übrigen mir keine Herzen holen mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert, dass ich damit mein Leben erhöhe und sollte ich irgendwann mal da nicht one-hit sein. Ich finde es langweilig, wisst ihr. Ich könnte es machen, aber ich finde es ein bisschen boring so. Deswegen machen wir das nicht. Das war sowas von knapp. Nein, ich wusste es, ich hab's gewusst. Ich wusste, dass das diese Falle war, aber ich bin schon reingerollt. So, das, jetzt können wir hier erstmal... Wo war denn der Boss? War das schon hier? Echt? Als ob? No way! Wo war das denn? Kriegst mich damit sowieso nicht, Alter. Okay, damit kriegst du mich aber. Damit kriegst du mich. Wo war das denn, wenn das da nicht gewesen ist? Dann müssen wir nochmal nach links. War das hier unten? Wupp. Heilige Scheiße, ich wollte gucken. Okay, gehst du runter, gehst nicht runter. Da unten ist schon eine mit so einer Lampe. Die könnte ich auch zerfurzen. Und dann hat mich die obere zerfurzt. Okay, machen wir's so. Bumm. So, jetzt aber zackig, knackig. Wow! Alter! Ich hab den Kleinen gar nicht gesehen. Ich hab wirklich, dachte mir so, okay, jetzt rollst du da lang. Und da hab ich mich einmal gefragt, wieso wirft die Wand auf einmal eine Bombe, Junge? Boah, dieses Spiel, ne? So, wie weit kannst du werfen? Ich bin bereit. Okay, das war ein bisschen sehr weit, wenn ich das mal so sagen darf. So. Shit, da komme ich, glaube ich... Ihr seid solche Arschlöcher, wisst ihr das? Okay, dann muss ich hier lang. Dann, wenn das der einzige... God fucking damn it! Ich hasse dieses Spiel manchmal. Vor allen Dingen One-Hit ist einfach super krass. Bitte stirb. Danke, sehr freundlich. Sweet fucking Jesus, so. Zack, runter. Und dann, da rechts nichts war, müssen wir wohl links lang. Doppelrolle, runter. So. Wow! Ey. Ohne Scheiß jetzt mal.
Ich wollte gerade wirklich, wirklich, wirklich einen Doppelsprung machen und das geht mir gerade so minimalst auf die Okolyten, dass das gerade nicht so funktioniert. So, erste Ausweichrolle, zweite Ausweichrolle und runter. So. Ja, ist ein bisschen warm hier gerade, muss ich mal sagen. Ja, ja, klar, kein Problem. Kein Problem, ihr macht das, Jungs, bis gleich. Wie, Händler, verarschen? Welchem Händler, Junge? Hast du irgendwas Feines für mich? Was hast du denn so? Ja, kann ich mir sowieso nicht leisten, du Penner. Was machen die Items denn? Vielleicht für später. Bringt mir voll viel. Ja, bringt mir alles nichts. Gut, dann muss ich hier auf jeden Fall nicht mehr hin. Eigentlich könnte ich mich ja jetzt töten lassen. Aber wow! Wow, 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 wow. So spielen wir nicht, Freunde. Vielleicht geht's ja hier lang. So, einmal bitte sterben. Sehr freundlich. Kann ich hier runterhüpfen? Jawohl, hier ist es. Hier ist der Boss gleich. Hab ich's doch richtig in Erinnerung, Ski. So, hier lang, zack, hier runter. Jetzt irgendwie überleben. Irgendwie überleben, irgendwie überleben. Und, oh! Oh, Hilfe, runter hier, ganz schnell runter. So, hier ist der Boss. Da ist der Boss. Das hatte ich in Erinnerung und hier geht es los. Hier geht's gleich sowas von ab zum Boss. So, hier ist, glaube ich, diese Schatztruhe in der Mitte, oder? Ja, da ist sie. Dark Souls-Leute wissen, was abgeht. Boah, 5000 Gegner. Ja, reicht jetzt mal. Oh, das kleine Pisselfeuer. Weißt du, liegt da so ein Streichholz auf dem Boden, so. Ist gerade am Ausgehen. Und Kaho ist so, hey, was ist das denn da? Tritt mit dem Schuh drauf und stirbt. Das ist Kaho. Boah, Junge. Wenn ihr alle mal sterben könntet und jetzt nicht in das Feuer, was beim Wasser ausgeht, hätte ich nicht gedacht. So. Seid ihr bereit? Let's go! Alles Explosivfässer übrigens. Bossfight, Bitches! Bugman Pass! Oh yeah, das macht Damage. Oh yeah, geh mal. Nein, 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 nein! Sweet fucking Jesus. Okay, hier muss man doch auch irgendwie schneller durchkommen können, oder? Das muss irgendwie schneller gehen. Ich kann mit dem Wasser aber nicht so gut dodgen. Das Problem ist, mit dem Wasser bin ich nicht schnell genug, um an sie ranzulaufen. Das heißt, ich komme hier, ganz ehrlich, glaube ich nicht drum rum. Ich muss hier echt langsam vorgehen, was ein bisschen nervt für einen Bosskampf, wenn ich das mal sagen darf. Ja, raste aus. Kein... Wenn dieses Wasser nicht wäre, ich schwöre, ich könnte hier so locker durch. Alter Schwede, so letztes Mal, dass ihr diesen Raum hier seht. Das nächste Mal schneide ich diesen Raum die ganze Zeit raus bei den Bossfight-Versuchen. Weil das ist für euch ein kleines bisschen unnötig, dass ihr euch diesen Raum hier die ganze Zeit anschauen müsst, weil hier passiert einfach mal spektakulär nichts Spannendes. So, jetzt aber mal durch hier. Zack, let's go! Komm schon, Bug mit Patch! Überall Feuer, überall Feuer! Nein, 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 nein! I am not dancing this dance! Oh. Ich darf nicht getroffen werden, ich darf nicht getroffen werden, ich darf nicht getroffen, 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 getroffen werden. Wow! Kein Thema. Ich bin da mal weg, Freunde. Überall Tod, überall Feuer, überall Vergiftung. Alles will einen umbringen. Stirb doch bitte. Bitte stirb, bitte stirb. Komm schon. Komm schon, so viel hast du nicht mehr. Geh mal weg, Terminator. Ey, komm schon, du hast nicht mehr viel. Stopp bitte! Ah! Sweet Jesus. Oh yeah. Danke für deine Hilfe, bist du verletzt? Nee, aber volle Möhre aus Atem, Junge. Das ist das erste Mal, dass ich ein heiliges Blatt in Aktion sehe. Ich habe eigentlich nur meinen Bogen benutzt, aber cool.
Auf jeden Fall ein interessanter Weg, Feinde zu bekämpfen. Aber den Blatt noch nicht mal. Du hast es noch nicht mal gesehen. Ich habe es nie benutzt. Da du immer noch hier bist, hörst du mir vielleicht zu? Ich würde so gerne. Nein! Nein, ich hab dich lieb. Ja, 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 das war nur ein Spaß. Nein. Fick dich. Gut. Oh, lange Geschichte. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwas oben im Schloss nicht stimmt. Die Königin, der ich einst diente, war nobel und einfühlsam, aber jetzt hat sie sich in eine makabere Gestalt verwandelt. Alles unter ihrer Kontrolle ist verloren, also habe ich ihren Ritterorden verlassen. Hier ist mein Vorschlag, wir töten die Königin. Joa, das klingt wie ein Vorschlag, du, würde ich sagen. Du meintest, ihr Fluch hat deine Heimat erreicht. Solltest du dich dazu entscheiden, mir zu helfen, brauchst du ein besonderes Wappen. Es wurde in vier Teile zerschlagen. Hast du das nicht gerade schon erklärt, oder war ich das vorhin? Es wurde in vier Teile zerschlagen. Eines davon sollte irgendwo hier in der Nähe sein. Ja, ist genau rechts von mir. Sobald du alle vier Teile hast, begib dich zu der verschlossenen Tür am Eingang der Stadt. Ja. Klingt wie ein Plänchen, würde ich sagen. Hast du sonst noch was zu sagen, immer wenn ich mir die Nase putze? Es scheint, als hätten wir nicht viele Alternativen. Ich muss nur ganz kurz meine Nase putzen, Kao. Boah, wir müssen die liebe Königin köpfen. Und danach gehe ich erstmal in die Apotheke. Boah. Du solltest dich dazu entscheiden, mir zu helfen. Das haben wir ja gerade schon gehabt. Ja, 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 ja. Gib mir das Item von dem Boss. Was hat er gedroppt? Taschenweihrauch. Was macht dieses Item denn? Ist auf jeden Fall ein passives. Verleiht deinen Angriffen Feuerschaden. Fick! Yeah! Mm. Und, soweit ich weiß, und das ist auch ein bisschen Halbwissen, ist der Bugman-Patch auch durch diesen Feuerschaden erhöht. Das heißt, der Bugman-Patch macht jetzt noch mehr Damage. Fuck! Yeah! Oh mein Gott! Mein Blatt! Mein Naturblatt macht Feuerschaden! Und meine Pfeile sind scheiße gegen die Lok. Aber Boots, Junge! Feuerblatt! Nice! Sehr schön. So. Und das hier ist das erste von den vier Wappenfragmenten. Und es lässt mich Air-Dodgen. Und glaubt mir, Freunde, ich liebe Air-Dodgen. So, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich würde als nächstes ganz gerne die Abwasserkanäle machen. Denn, das läuft bei den Abwasserkanälen. Wow, what the fuck? Ganz vergessen, hier war ja so eine Scheiße am Start. Stimmt ja. Das war ja voll der... Warte mal, ich kann mich ja teleportieren. Was mache ich denn hier für eine unnötige Kacke? Moment mal. Stimmt ja. Ich kann ja noch nicht teleportieren. Welches Fragment war dafür nochmal zuständig, weil das ist relativ wichtig. Ich glaube, dass es genau das unter Wasser gewesen ist, aber dieses Air-Dodgen, glaubtet mir. Ich will es einfach haben. Oh, stimmt ja. Der tötet mich ja auch. Verdammte Scheiße, ey. So, jetzt aber. Das kriegen wir hin. Zur Not hole ich einfach den Bugman-Patch raus, hör mal. So, gönn dir. Oh! Boah, ich sehe aus wie der letzte Hinterwäldler gerade. Gut, der Bugman-Patch wird natürlich auch die Fässer in die Luft jagen. Da habe ich jetzt noch nicht so ganz mit gerechnet. Das ist natürlich den Tatsachen entsprechend. Oh, sweet Jesus. Oh, X. Jetzt fuck mich nicht ab, ich muss diesen Doppelsprung hinkriegen. Zack! Boah, Junge! Nice! Gift und Feuer ist eine sehr geile Kombination. So, da oben ging's, ich glaube, zum Bossraum raus und ich würde die Glocke gerne mal schlagen. Lass mich mal gerade überlegen, wie ich jetzt am besten rauskomme. Da oben komme ich, glaube ich, nicht raus. Ich muss dafür einen Umweg nehmen. Das heißt... Oder? Ich komme da oben, meine ich, nicht raus. Oder? Ich weiß es nicht. Testen wir es mal aus. Ich habe Erinnerung, dass ich da nicht rauskomme, aber mein Gott... Wer bin ich denn, der ich jetzt mir selber sage, dass ich da oben nicht rauskomme? Gottverdammte Scheiße. Boah, Plattformer. So. Boah, komm, da oben kommst du wohl lang, Junge. So. Okay, ich erinnere mich, warum das hier ein bisschen komplizierter ist. Zack. Boah, das ist wesentlich einfacher, wenn man getroffen werden darf. Boom und boom.
Und ausweichen. Und boom und zack und boing. Und hoch. Und... Boah! Boah! Alter! Alles will einen Tod sehen. Dann, okay, dann geh mal unten lang, okay. Spiel, wenn du mich ficken möchtest, dann bitte komplett ohne Gummi. So. So, das Problem, was ich damit habe, ist, dass hier hinten der Herzcontainer ist, der, den ich einfach nicht gebrauchen kann. So, hier war ein Elfenbeinkäfer, der mir sowieso nichts bringt, weil ich bei der Scheiße immer am draufgehen bin. So, whoop. Ich meine aber, hier hinten war irgendwas... War hier nicht irgendwas Leckeres? Oder war hier nur noch ein weiterer Käfer? Stimmt, hier war der aschende Schlüssel. Wofür brauchten wir den denn nochmal? Boys and Girls, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich muss auf jeden Fall gleich nochmal speichern gehen. Wenn die Plattform sich mal entscheiden würde, hochzugehen! Oh, übermütig! Speedrun! Ich hab nach unten gedrückt und X. Karo. Welchen Teil davon hast du interpretiert als bitte spring nach oben in die Stacheln und stirb? Bitte sag es mir, damit ich das beim nächsten Mal besser machen kann. Boah, ist aber auch eine knappe Kiste hier. Boah! Boah. Nix da, Freundchen. So leicht mache ich es dir nicht. So, ich weiß aber, dass wir diesen beschissenen Schlüssel brauchen für irgendwas. Was für ein Endboss? War es für ein Zwischenboss? War es für ein Secret-Boss? Ich weiß nicht, wir brauchen ihn auf jeden Fall. So. So, jetzt mache ich es aber diesmal dezenter. So. Ohne auch nur den X-Button anzufassen. Ha. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Feuerfallgeschichte finde ich sehr cool. So, ich würde jetzt ganz gerne hier oben einmal speichern. Da hinten kommen wir ja nicht raus. Das heißt, wir sind quasi fast gezwungen, hier hochzugehen, ne? Ja, da unten ist also ziemlich gar nichts mehr. Außer Tod, Verderben und Herzteile, die ich nicht aufsammle. So, gehen wir mal hier lang. Hier ist, glaube ich, die Spinne, genau, die uns auch noch Sachen verkaufen kann. Was hast du denn so feines, Junge? Durchbohrende Pfeile sind relativ sexy. Der Ring von Kandor brauche ich nicht. Und eine unreine Flasche. Stellt HP her, wenn der Nutzer vergiftet ist. Ja, nix, dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob ich damit vergiftet ausgleiche. Aber ich weiß, dass es später ein Item gibt, was 400 oder so kostet, was aber ziemlich geil ist. So. Und für den Onkel würde ich mir... Warte mal, können wir eigentlich, nur mal so aus Neugierde, können wir uns eigentlich hier unten Geld farmen? Ich weiß, ich will jetzt eigentlich gar nicht so cheap sein, aber wäre das denn rein theoretisch möglich? Joa! Außer ich vergiftet bin und jetzt sterbe! God damn it! Aber es geht auf jeden Fall. Joa, auch mit dir. Aber wie gesagt, ich bin ein sehr großer Fan von den Giftfeuerpfeilen. Schon die ganze Zeit. Wovon ich kein Fan bin, sind diese hässlichen Drecksviecher. Vogel. Dachte, ich sag Fotze, ne? Hätte ich auch gerne gesagt. Boah, ey. Mein Problem ist, neben der Tatsache, dass der Doppelsprung gerade macht, was er will, ist, dass das unser einziger Weg hier raus ist, da ich mir vorher nicht teleport. Und ich bin schon wieder vergiftet, das gibt's doch nicht, Alter. Wie lange soll ich denn da noch warten, bis das Geld verschwunden ist, oder was? Ich könnte auch einfach mal den Bugman-Patch hier durchregnen lassen. Was haltet ihr davon? Lassen wir das doch mal den Bugman-Patch regeln. Warum zum Teufel bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Ihr seht, ich bin ein großer Fan von dem Bugman-Lappen. Ist halt eigentlich das Ding hier hinten auch kaputt gegangen, ne? Aber ich gehe einfach mal hier raus, gehe wieder hier rein. Und dann töten wir es einfach mal so. Was haltet ihr denn davon, Freunde? Nicht schon mal mein Gift reinlaufen hier. Wah, auf gar keinen Fall, Süße. Da habe ich Bischgemott gegen. So, hier komme ich, glaube ich... Ne, da werde ich von diesem Pfeil getroffen, da lande ich eh nur runter. Und... Kann ich denn hier hochklettern? Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit hochzukommen? Ich glaube nämlich nicht. Ne, also müssen wir hier runter. Zack.
Wir müssen da lang, und hier lang. Ich glaube nämlich, es gibt... Ich war irgendwie so, habe ich das auch in der... Alter, Junge! Ich bin doch schon mal durchgerollt. Ich glaube, geht los. Ich will doch einfach nur durchrollen, so. Du kleiner Pisser, ich schwöre, wenn du mich jetzt umbringst, ne? Boah! So, jetzt nicht in das Gift reinlaufen, aber ich habe das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen läuft. Da habe ich... Jahrelanges Mario-Training hat mich da auch vorbereitet. So, zack. Und zack. Wow! Schwein gehabt. So. Ich glaube, hier können wir den Aschenschlüssel reintun, oder? Jawohl. Töten wir nochmal hier so alles, was hier so drin ist. Die können wir locker easy avoiden, das ist kein Problem. Die können wir auch easy avoiden, das ist auch kein Thema. Ich warte aber immer gerne, bis der Giftnebel weg ist. Ihr wisst sie mit Sicherheit, warum. Für ein Herzteil. Was macht der hier? Irgendwas Spezielles hat der gemacht. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich glaube, der... Stopp bitte. Danke. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, dass der diese Kugeln anhält. Und zwar genau die hier. Ja, der hält die Kugeln an. Ist jetzt nicht das Schlechteste, was uns passieren kann, wenn ich das mal so sagen darf. Da komme ich so nicht hoch, ne? Schade. Aber ihr seht, ich bin ein großer Fan von dem Mid-Air-Dodgen. Das ist sehr cool. Ach komm, Kaho, was ist da los bei dir? Hast du keinen Bock auf Jelly? Jetzt aber hoch hier. So, zack. Ey, raste aus, Junge. Ich habe bisher noch nicht gespeichert. Ich schwöre. Ich schwöre. Komm, irgendwann muss ich ja mal erwischen mit dem Pfeil. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Ey, wie viele von euch Budis gibt's denn hier? Hast du ja so gedacht, Freundchen. Das hast du ja so gedacht. So, gucken wir mal, ob wir hier wieder zurückkommen. Weil ich weiß ganz genau, wo ich hin möchte. So, hier fallen wir runter. Kommen wir da rechts wieder hoch? Jawohl. Wenn die nette Dame hier mal aus dem Weg geht. So, hier haben wir diese Falle, in die, wenn ich da reinlaufen würde, ich mich erschlagen würde. So. War das hier? Jawohl, hier war das. Eine Update-Datei für White Day? Also diejenigen, die mich kennen, ihr wisst ja, dass ich ein riesiger White Day-Fetischist bin und ich aktuell White Day zocke wie nichts Gutes. Und es wurde auch mal Zeit, dass sie eine Update-Datei rausgehauen haben für mehrere Sachen. Und ich finde es krass, dass sie jetzt gerade das Update rausgeworfen haben. Unter anderem gibt es ein Zusatzszenario, um das freizuschalten. Die haben den Hausmeister ein bisschen verbessert, weil auf Hard und auf Hell, was ich gerade aktuell zocke, ist ja einfach der ist wie Predator, ey. Der sieht dich, da hast du noch nicht mal gesehen, in welchem Nasenloch der überhaupt heute atmet, ey. Ist so richtig heftig, der Typ. So. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nach rechts und unterhalten uns mit dem Onkel. Ich meine, wir haben ja jetzt ein paar richtig nice Pfeile hier am Start und können mit er dodgen. Also ich bin schon weitestgehend zufrieden. Die Dinger sind ein bisschen nervig. Die können uns verfluchen, wenn wir die, da, genau. Aber wie wir gelernt haben, verfluchen bringt uns ja nicht um und das finde ich auch gut so. Von daher, die Fässer explodieren. Ja, nix da. Das hier ist eigentlich relativ chillig. Sieht nur heftig aus. So. Wie kannst du behilflich sein? Was macht denn die Feenträne? Resistenz brauche ich nicht. Ich kratze sowieso ab nach einem Treffer. Das ist relativ egal. War hier oben irgendwas Leckeres? Ach stimmt ja, dafür brauche ich ja den Schlüssel, den der Typ gleich droppt. Hier oben war, glaube ich, auch nur so ein schwules Herzteil, oder? Und tot. Von daher gehen wir jetzt nach rechts. Ich meine nämlich, da war wieder so ein schwules Herzteil, was mir nichts bringt. Von daher Arschlecken. Wo ist der? Hier ist irgendwo ein kleiner Boss. Ach komm, Junge, was teleportierst du denn in meinen Bauch rein, ey? So, wo kamst du denn? Hier kamst du. Was? Wie viel tauchen denn dann noch auf? Hör mal, wenn ich wach, da habe ich eine neue Fußballmannschaft da. Dann halt so. Ja, leck mich doch, ey. Hi! Wenn das nicht ein unbekanntes Gesicht für dieses Kloster ist. Eine Religiöse aus Lunn. Ich merk schon, du kannst mich Kutillat nennen. Na, Mann oder Frau, was sagt ihr? Oh, du hast Paramol getroffen. Okay, so unschuldig. Ah, also,
Du sorgst dich um deine Heimat. In der Tat, die Dunkelheit, die deine Leute heimsucht, kommt von hier. Unsere Königin wird von einer tückischen Gier heimgesucht. Sie ist die Verantwortliche für unzählige Opfer. Nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Ke. Vielleicht solltest du dich auf zum Schloss machen. Erwarte nur keine Nettigkeit von denen, die dort leben. Den Weg dorthin wirst du selber finden müssen. Hier, das sollte etwas helfen. Joa, danke! Sei vorsichtig, es ist gerade einmal ein Jahr her, seit das All begonnen hat. Dennoch ist der Großteil der Bevölkerung komplett dahingerafft worden. Sind das nicht süße Katzen? Ganz süße Katzen! Dieses Gebiet wurde vom Adel als verboten erklärt, als es ist eine nette Abwechslung, auf einen Außenstehenden zu treffen. Vielleicht solltest du dich auf zum Schloss machen. Blablabla, das hatten wir schon. Und mir fällt gerade ein, wir müssen uns ja noch das Item durchlesen. Vom letzten Fight. Ein verzauberter Behälter, gefüllt mit Kohle und Weihrauch. Das sagt mir jetzt nicht so viel über die Alter, aber okay. Ist okay, kann ich mitleben. So.